Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kaufmann, dieser Haushalt ist die Vorbereitung der Wiederauflage der schwarz-gelben Koalition in der nächsten Wahlperiode und nicht der Abgesang, wie Sie es so hier formulieren. Der Doppelhaushalt 2013 und 2014 der Landesregierung aus CDU und FDP ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt, ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Einhaltung der Schuldenbremse. Denn für uns als FDP hat die Haushaltskonsolidierung weiterhin höchste Priorität. Und wir gehen den Weg des Abbaupfades wie angekündigt konsequent weiter. Dies bedeutet, dass die Netto-Neuverschuldung jedes Jahr sinken wird, bis wir spätestens bereits 2019 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Wir arbeiten mit Nachdruck daran, die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben deutlich zu schließen. Auf der Einnahmenseite profitieren wir von Rekordsteuereinnahmen. Das ist in erster Linie ein Verdienst unserer wachstumsfreundlichen Politik. Zugleich setzen wir auf der Ausgabenseite deutliche, zukunftsorientierte Akzente in Zukunftsfeldern des Landes, also beispielsweise in den Bereichen Familie mit dem Thema U3-Sonderinvestitionsprogramm, im Bereich Bildung. Wir haben das beste Lehrer-Schüler-Verhältnis, das es je in der Geschichte Hessen gab. Am Ende werden wir 2500 neue Lehrerstellen geschaffen haben. Im Bereich Hochschule und Forschung haben wir ein Rekordbudget, ein Budget, das wir noch nie in der Geschichte des Landes Hessen hatten. Auch im Bereich Infrastruktur zeigen wir auf, dass wir mit jeweils 100 Millionen im Straßenbau deutliche Akzente setzen. Der Bereich Sicherheit wird bei uns auf alle Fälle die Notwendigkeit der Neuordnung der Sicherungsverwahrung beinhalten. Im Bereich Soziales wird die Aufhebung der Obergrenze für die Schulplätze in der Altenpflegeausbildung kommen. Dies ist nur ein Teil dessen, was in kontinuierlicher Fortsetzung unserer Politik auch diesen Haushalt bestimmt. Weitere Punkte. Der Kollege Milde hat es ja bereits aufgeführt. Die Rektorenbesoldung wird sich verändern. Sie muss angepasst werden. Im Polizeivollzugsdienst werden Stellenanhebungen erfolgen. Die Unterhaltsbeihilfen der Rechtsreferendare werden angehoben. Das Besoldungsrecht der hessischen Hochschullehrer wird reformiert. Wir werden den konnexitätsbedingten Ausgleich der Mindestversorgung und die Regelungen für das neue hessische Kinderförderungsgesetz in diesem Haushalt stemmen. Und es wird weitere Projekte in diesem Haushalt geben, die Akzente setzen für die Zukunft dieses Landes. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auf den Bereich Kommunen kommen. Herr Schmidt macht immer verächtlich, die Grünen im Übrigen auch, mit welchen Größenordnungen das Land Hessen diese Kommunen unterstützt. Wir haben im Jahr 2013 und 2014 den höchsten Mitteleinsatz im kommunalen Finanzausgleich, den es in diesem Bereich jemals gegeben hat. Die Gewerbesteuereinnahmen. Und das ist ja auch ein Bereich, ein Ergebnis erfolgreicher Wirtschaftspolitik in diesem Lande, kommen auf einen Höchststand, wie sie schon lange nicht mehr waren. Das profitiert, das fördert die Kommunen natürlich auch in ihrem finanziellen Auskommen. Die Entlastung der Grundsicherung durch den Bund wird durchschlagen, insbesondere bei den Kreisen. Und natürlich, Herr Schmidt, das Land unternimmt sehr große Anstrengungen, um Kommunen wieder in finanzielle Leistungsfähigkeit zu führen. Dazu gehört der kommunale Schutzschirm.
Es war nie gedacht, dass dieser Schirm zur totalen Entschuldung der Kommunen beitragen soll. Er soll ihnen dabei helfen, einen Weg einzuschlagen, der wieder zurückführt in solide Finanzpolitik, in eine Politik, in der man Ausgewogenheit zwischen Einnahmen und Ausgaben zum Grundsatz des Handelns macht, der ihnen hilft, Schulden abzubauen, wenn sie sich auf diesen Weg begeben. Hilfe zur Selbsthilfe war von Anfang an die Grundkonzeption dieses Schutzschirms und sie wird es auch bleiben. Der Erfolg spricht doch Bände. Die Überlegungen, wie Kommunen diesen kommunalen Schutzschirm in Anspruch nehmen können, zeigen doch deutliche Erfolge. Nie geahnte Einsparungsvorschläge werden plötzlich an den Tag gebracht. Es werden Effizienzüberlegungen in Gang gesetzt. Und zwar auch bei sozialdemokratisch regierten Kommunen, wo man jahrelang behauptet hat, man sei am Ende der Fahnenstange angekommen. Also, Herr Schmidt, Sie verniedlichen eine Leistung der Landesregierung in einer Art und Weise, wie sie doch der Realität nicht entspricht. Und Ihre eigenen sozialdemokratischen Bürgermeister und Landräte beweisen doch, dass Sie hier nicht die Wahrheit sprechen. Als der zu verabschiedende Haushalt am 4. Juli vorgestellt wurde, ließ Thorsten Schäfer-Gümbel, der neue Finanzexperte des SPD-Kanzlerkandidaten Steinbrück, via Pressemitteilung verlauten, dass auf der Ausgabenseite kein Euro eingespart wird. Und weiter unten heißt es, es müssen auch Einsparungen erfolgen. Die Neuverschuldung könne früher auf Null gesenkt werden, doch das ist nicht gewollt. Das verkündet Thorsten Schäfer-Gümbel. Das war der Zeitpunkt, bevor die SPD ihre Anträge in die Haushaltsdiskussion eingebracht hat. Und es ist natürlich legitim, dass politische Parteien ihre unterschiedlichen politischen Programme in Anträgen formulieren. Das ist legitim und das gehört zum demokratischen Wettbewerb. Dass unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, das alles kritisiert niemand, Herr Schmidt. Und ich bin der Letzte, der den politischen Mitstreitern es verwehren will, die eigenen Ideen auch in Anträge im Haushalt und auch in konkretes politisches Handeln umzusetzen. Nur vor dem Hintergrund dessen, was Ihr Fraktionsvorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel in die Welt gesetzt hat, lohnt es sich schon, diese Anträge näher zu beleuchten. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber sehen Sie, Sie haben hier erklärt, dass dieser Haushalt nichts zum schnelleren Abbau des Defizits bewirkt. Wenn Sie sich aber Ihre Anträge ansehen, dann haben Sie alleine im Jahr 2013 zusätzliche Ausgaben von über 526 Milliarden Euro vorgesehen und im Jahre 2014 sind es gar 908 Millionen Euro. Wenn Sie dann überlegen, was Sie an Einnahmen dieser Sache gegenüberstellen, dann sind das landesgenerierte Einnahmen in der Höhe von 203 Millionen Euro im Jahre 2013 und 132 Millionen Einnahmen im Jahre 2014. Der Rest an Einnahmen, den produzieren Sie durch Luftnummern, indem Sie Einnahmen generieren, über die Sie gar nicht bestimmen können. Und Sie produzieren Einsparvorschläge, die sich auch durch nichts, aber auch gar nichts umsetzen lassen. Also wo ist denn hier der Effekt Ihrer Anträge und Ihrer Haushaltspolitik? Er bedeutet, dass wir auf dem eingeschlagenen Abbaupfad nicht weiter vorankommen, sondern dass 2013 und 2014
die Entwicklung des Defizits genau umgekehrt wird. Und genauso sieht es bei den Anträgen der Grünen aus. Die generieren mit ihren Anträgen im Jahre 2013 Ausgaben zusätzlicher Art in Höhe von 749 Millionen Euro und im Jahre 2014 454 Millionen Euro. Dem Ganzen stehen aber auch nur die entsprechenden landesgenerierten Einnahmen gegenüber. Und wie Sie, und da kommen Sie auch auf ein Defizit und einen Anstieg des Defizits, weil Ihre Einsparungsmaßnahmen ebenso aus der Luft gegriffen sind und wilde Annahmen. Ich will Ihnen mal zeigen, wie das abläuft, auf welche unterschiedlichen Ideen Sie alleine beispielsweise bei den landesgenerierten Einnahmen kommen. Also abgesprochen haben Sie sich alle noch bei dem Thema Wassersend. Da kommen Sie gemeinsam auf 80 Millionen. Aber wenn ich dann mir betrachte, wie unterschiedlich doch die SPD und die Grünen das Thema Erbschaftssteuer sehen. Also die SPD veranschlagt für das Jahr 2013 null. Ja? Da sind die Grünen schon mit 100 Millionen dabei. Wie sich das errechnen, das kann man nur erahnen. Zumindest müsste ja eine gemeinsame Berechnungsgrundlage geben, dann käme man wenigstens auf ähnliche Zahlen. Aber zwischen 2013 liegen 100 Millionen an fiktiv generierten Einnahmen. Ja, und das geht ja so weiter. Ja, die Linken, die haben da schon ganz andere Zahlen. Die kommen dann bei der gleichen Erbschaftssteuer auf fast 600 Millionen Euro. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so viele Leute gibt, von denen man was erben kann. Also Sie sehen doch, dass Sie mit Ihren Gerüsten, wie Sie Ihre Anträge finanzieren, aber vollkommen auf dem Holzpfad sind. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Kollege Noll? Nicht jetzt. Sie haben genug Gelegenheit gehabt, Ihre Standpunkte darzulegen. Also Sie sehen, das Gebilde, was Sie uns als zukunftsweisend aufzeigen, ist nichts anderes als eine Luftnummer. Und das Wichtige bei dieser Sache ist, Sie haben ja mit Ihren Anträgen und Ihren Einsparungsvorschlägen nur eines gemacht, Ihre eigenen Anträge finanziert. Sie kritisieren diese Landesregierung, dass sie nicht schneller auf dem Abbaupfad vorankommt. Ja, wo sind denn dann diese Anträge? Wollen Sie sie vielleicht in einer vierten Lesung einbringen? Da vermisse ich alles, meine Damen und Herren. Das ist keine seriöse Finanzierung des Steuerzahlers. Abgesehen von der ganzen Blockade auf Bundesebene, die Sie betreiben in Sachen kalte Progression und Steuerabkommen mit der Schweiz, das spricht ja Bände. Letztes Jahr hat zur gleichen Zeit der Kollege Milde von Hessen als neuem Musterland gesprochen. Und Rot-Grün hätte in Baden-Württemberg begonnen, das Land herunterzuwirtschaften. Im Anschluss hat sich Kollege Matthias Wagner zu einer Kurzintervention gemeldet und die 1,5 Milliarden Euro Schuldenaufnahme in Hessen mit dem ausgeglichenen Haushalt in Baden-Württemberg verglichen. Lobenswert. Daraufhin hat Kollege Milde gesagt, Grün-Rot lebe vom Polster der Vorgängerregierung und das Polster sei schnell aufgebraucht. Im Protokoll steht als Reaktion darauf, Lachen bei der SPD und den Grünen. So, schön. Ja, so kurzfristige Lacher, die sind ja vielleicht ganz gut und gesundheitsfördernd. Nur wie sieht es denn heute aus? Heute, während wir unseren Abbaupfad konsequent einhalten und die Netto-Neuverschuldung Jahr für Jahr abbauen, baut die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg die Neuverschuldung auf. Von einem ausgeglichenen Haushalt 2012 kommt man 2013 zu einer Netto-Neuverschuldung von 1,7 Milliarden Euro und die soll dann im Jahre 2014 1,3 Milliarden Euro betragen. Das sind Auswirkungen rot-grüner Realfinanzpolitik, meine Damen und Herren. Und genau das Gleiche passiert, wenn Ihr Konstrukt Ihrer Anträge in Hessen umgesetzt würde. Deswegen, meine Damen und Herren, mit dem heute zu verabschiedenden Haushalt zeigen sich sehr deutliche Unterschiede zwischen der schwarz-gelben Konsolidierungspolitik und der progressiven Schuldenmacherei der oppositionellen Parteien von der linken Seite.
Und lassen Sie mich zum Abschluss sagen, auch wenn Sie es nicht mehr hören wollen. Das Geheimnis des Sparens ist der Verzicht, und zwar insbesondere der Verzicht auf rot-grüne Projekte und Finanzpolitik. Vielen Dank, meine Damen und Herren.